Was ich Ihnen sozusagen jetzt zeigen will, ist, wie ein Angebot hieraus erstellt werden kann. Wir kennen das von unseren Kunden, die vorher super physische Prozesse haben, Angebote noch auf Word geschrieben haben. Und wenn man natürlich ein charmantes Angebot haben will, das kostet seine Zeit auf Word. Und wir haben diesen Prozess natürlich auch komplett automatisiert. Starten wir den Angebotsprozess. Ich lege ein Angebot an. Ich habe schon vorgefertigte Pauschalen, die man selber definieren kann. Wir legen einen neuen Datensatz an und führen sozusagen geführt unser Angebot aus. Das heißt Kategorie Module. Ich wähle meine Module aus. Ich sehe hier schon bei der Auswahl eine direkte Schnittstelle zu unserem Lager. Hey, wie sieht quasi unser Lager gerade aus? Dann setze ich sozusagen einfach die nächste Position ein. Module ist durch. Ich will die Wechselrichter dazu machen. Unser Produktkatalog geht auf. Ich setze mir hier einen Wechselrichter von Fronius rein. Ich mache noch eine neue Position auf. Gehe zu den Leistungsoptimierern. Die Kategorien, die kann man selber frei definieren. Das heißt, das ist gar kein Thema. Das haben wir jetzt einfach mal für diesen spezifischen Use Case so aufgebaut. Und was wir hier sehen, ist, zum Beispiel habe ich eine Position, die abhängig ist von der Anzahl der Module. Und diese Positionen werden direkt mitkonfiguriert. Wir haben 35 Module eingetragen. Das heißt, wir haben ja auch 35 Mal die Position für unsere Ziege bzw. für unsere Montage. Dann erstellen wir doch einfach mal das Angebot direkt. Wenn wir jetzt quasi ein PDF erstellen, dann wird uns gefragt, hey, wollt ihr das als Vorschau oder im DMS haben? Wir entscheiden uns fürs DMS. Da wird es nämlich trotzdem nochmal als Vorschau generiert. Und was wir rausbekommen, ist ein super schönes Layout mit personalisierter Anrede. Den Betreff wird schon automatisch zusammengesetzt aus unseren Kategorien. Wir haben quasi ein vollwertiges Angebot mit unseren Eventualpositionen aufgelistet. Ninox.